Herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder ins Grillstudio klickt. Heute wird es wieder herbstlich. Heute machen wir einen ganz einen feinen Brotauflauf mit Kassler aus der K8 von Petromax. Einen feinen Salat dazu. Was will das Herz mehr, außer ganz schnell probieren und essen? Nach dem Intro zeigen wir euch, wie es geht. Und dafür brauchen wir heute ein feines Kassler, wir brauchen rote Zwiebeln, guten Bergkäse, Feldsalat. Hier haben wir Speck, ohne Speck geht eh nichts bei uns. Eier, ein schönes Krustenbrot, ein großes brauchen wir, das muss nämlich schön in die Kastenform passen. Weißweinessig, Brühe, Aprikosenmarmelade. Dann haben wir hier Sauerkraut, Sahne, ein gutes Bier für den Griller, das ist ein Benny Sainz, da muss ich aufpassen, dass es nicht kaputt geht, sonst kriege ich auf Gosch. Und ein Olivenöl. Etliche Gewürze, gute Laune und jetzt geht's schon los. Freunde, es ist immer noch Herbst. Im Herbst ist einfach für mich die beste Zeit, um was im Dutch Oven zu machen. A Kassler ist für mich absolut Herbst. Und deswegen machen wir uns heute einen richtig schönen, feinen Brotauflauf. Klingt komisch, ich weiß. Haben selber noch nicht gegessen, aber wir sind tierisch gespannt. Wir machen heute zuallererst einmal den Grill an. Wir brauchen 160 Grad indirekte Hitze. Das machen wir im Bastard hinter mir, im Keramikgrill. Und damit wir nicht wie beim letzten Mal ewig warten müssen, bis die Kohle glüht, weil der Dennis es wieder fertig bringt, machen wir das als allererstes heute. Freunde, vorbereiten müssen wir heute nicht wirklich viel. Wir müssen das Brot schneiden, wir müssen das Kassler schneiden und wir müssen Zwiebeln schneiden. Der Käse macht der Benny. Oder der Dennis. Oder der Flo. Oder keiner. Vorbereitungen abgeschlossen, Freunde. Der Benny, der drückt jetzt noch das Sauerkraut aus, dass die ganze Flüssigkeit verschwindet. Wir brauchen das ein bisschen ohne Flüssigkeit. Und der Dutch Oven, das ist das nächste, unsere Kastenform. Die müssen wir jetzt fetten und dann fangen wir schon Schichten an. Total easy. Jetzt haben wir hier angefangen mit einer Scheibe Brot. Jetzt brauchen wir Kassler. Da legen wir jetzt unser Sauerkraut drauf. Kleinen das da hin. Also, wir sehen, wir brauchen noch mal eine Scheibe. Ja. Das nächste Brot. Sehr schön. Solltet ihr noch ein bisschen was übrig haben vom Kraut, dann verteilt das jetzt. Na, das ist jetzt wirklich quasi nichts mehr. Jetzt mischen wir noch unsere Soße an. Ja, und dann kann das schon fast auf den Grill. Der Grill läuft auch schon. Dafür habe ich jetzt 6 Eier in der Schüssel, die verkleppe ich jetzt ordentlich. Dann würzen wir das mit Salz und Pfeffer. Dürft ihr ruhig ordentlich würzen. Wir haben ja da eine richtige große Portion im Dutch Oven. Außerdem gebe ich da jetzt eine richtig schöne Ladung House Rub vom Bader Barbecue Alt Perlach. Nein. Der ist auch richtig lecker. Passt hervorragend zu bayerischen Sachen. Kassler zum Beispiel. Ja. Das ist eine halbe Packung. Oder? Dann kommt noch Brühe rein. Und dann hoffen wir, dass die Schüssel nicht zu klein ist. Nö, dann hätten wir es andersrum schütten müssen. Ja. Und das schütten wir da jetzt gleichmäßig in unsere Form. So, Benni, sein Gesellenbrief quasi, sein Gesellenstück kommt da jetzt drauf. Der Bergkäse. So ist der Käse gegessen. So kommt das Ganze jetzt auf den Grill. Der läuft aktuell sogar ein bisschen hoch bei 180. Eine Scheibe Kassler haben wir auch noch vergessen. Ja, aber ich hab's gerettet. So geben wir das jetzt bei 160 Grad auf den Grill. So. Indirekte Hitze und tschüss.
Das lasst ihr jetzt eine Stunde ungefähr da drin. Stunde bis 70 Minuten. Zählt ihr ja dann, wenn das schön überbacken ist, wenn die Soße das Ei richtig schön gestockt hat, dann ist es fertig. Nach einer Dreiviertelstunde schauen wir mal rein. Wenn der Käse nämlich zu dunkel wird, dann müssen wir einen Deckel drauf machen. Aber das halten wir im Blick. Nach einer Stunde etwa soll es fertig sein. Wir räumen auf, trinken Tee und machen einen Salat. So, als nächstes wollen wir jetzt hier die Baconwürfel auslassen. Wir wollen einen schönen, krossen Bacon ein bisschen im Salat mit drin haben. Das Schöne an so einem Dutch Oven ist ja, dass der immer einen Deckel hat und den brauchen wir heute nicht im Grill. Deswegen nehmen wir den Deckel einfach als Pfanne her. Gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, machen wir auch noch geschwind unsere Salatsauce. Da machen wir halt auch einen großen Heckmeck. Nehmen wir jetzt einfach Öl. Das ist ja ein wenig zähflüssig, weil es da draußen recht kühl ist schon. Da geben wir die gleiche Menge, ungefähr die gleiche Menge Essig mit rein. Dann habe ich mir vorgestellt, unsortiert, ne, wie ich halt immer bin. Dann habe ich mir vorgestellt, wir geben da mal einen Esslöffel Aprikosenkonfitüre dazu. Ha, wie soll es anders sein? Jetzt muss ich mich schon wieder wegdrehen. Salz und Pfeffer habe ich nämlich schon wieder aufgeräumt. So, da ist er wieder. Salz und Pfeffer war angesagt. Salz und Pfeffer kriegt er. So, süß genug ist es. Jetzt müssen wir jetzt mal abwarten. Vielleicht geben wir noch einen Senf rein. Aber das lässt sich ja gleich herausfinden. Und einen kleinen Schuss Essig und dann sind wir schon soweit. Das war's heute schon. So, mittlerweile ist die Stunde rum, die obligatorische. Jetzt kommt das Dressing noch schnell in den Salat. Da sind mittlerweile auch die Speckwürfelchen drin. Ja. Warum machen wir das jetzt erst und nicht gleich? Klar, weil sonst der Salat zusammenfällt. Ne? Mal durchrühren. So, und jetzt kommt aber das, was ihr eigentlich sehen wollt, nämlich der Dutch Oven. Den hole ich jetzt da, dann gucken wir mal gemeinsam da rein. Nicht gucken. So. Ich würde sagen, das schaut mega aus, statt selber. Wir versuchen jetzt nochmal was schön anzurichten und dann sehen wir uns nach einem kleinen Fotoshooting wieder zum Fazit. Bevor wir jetzt ans Probieren und ans Fazit gehen, gebe ich noch das wohl geilste Stückchen Käse über den Salat. Das hier, Freunde, das hier ist eine Belper Knolle. Ein schöner Schweizer Käse. Hartkäse, ähnlich wie ein Parmesan, nur anders zubereitet mit einem schönen Kräuter- und Gewürzmantel. Ein richtiges kleines Träumchen von Käse. So. Was hat schon ein bisschen noch? Spaß beiseite, muss auch sein, jetzt wird probiert. Ich muss schnell in Sicherheit bringen, dass die anderen das Ding nicht kriegen. Oh. Salat mit Aprikosenkonfitüre. Klingt eigenwillig, ich weiß, aber den probieren wir jetzt einfach einmal. Das fällt mir gleich aus dem Gesicht. Ganz ehrlich, die schmeckt mir gar nicht wirklich raus. Das ist eine schöne klassische Vinaigrette. Die Belperknolle schmeckt mal raus, einen schönen leckeren Feldsalat. Toll, eine schöne scharfe Zwiebel, der Speck, Speckwürfelchen. Ein einfacher, leckerer Beilagensalat. Brotauflauf mit Kassler, das ist aber das, um was es heute geht. Und das probieren wir jetzt. Ein bisschen Sauerkraut dazu, gell? Lecker. Wow, ist das lecker. Richtig schönen Pfiff durch das Gewürz von Peter. Salz, Pfeffer, Muskat hätten auch reichen, aber wir haben ein bisschen mehr Bums wollen. Das Ei, das ist schön gestockt, das Brot ist schön durchzogen mit dieser Flüssigkeit und diesem Ei. Das Kassler ist warm, Sauerkraut ist da. Ich finde es geil. Ich hoffe, ihr auch.
Macht es das einmal nach, probiert es aus und schreibt uns unten rein, da unter dem Video, da, ne, Kommentare steht dran. Schreibt es uns da unten rein, wie ihr es gefunden habt. Und wenn ihr es nicht nachgemacht habt, dann sagt ihr trotzdem eure Meinung dazu. Würde ich mich freuen. Nächste Woche, Mittwoch, sehen wir uns wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus. Wir gehen essen. Macht's gut. Ade. Und ein Brotauflauf, das wird mega. Zuallererst starten wir heute mal die Kohlen, dass wir das nächste, wie das letzte Mal nicht wieder ewig warten müssen. Das fange ich von vorne an, weil ich mich schon wieder verhaspelt habe. Ich trinke einen Schluck Bier und dann geht es von vorne los.